Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Jane Simbelt 4. Zusammen mit mir, ich bin der Danny Spieters hier auf dem PC. Wir stehen hier im Kölner Hauptbahnhof im Original Fahrplanmodus, zu Fuß, wie ihr seht. Und ich habe heute nämlich was vor mit euch. Mal einen kompletten Bahnalltag, wie es sich immer wieder abspielt auf deutschen oder an deutschen Bahnhöfen, besonders an Großbahnhöfen, an Hauptbahnhöfen, spielt es sich dauernd so ab, und wir machen das heute mal, simulieren das heute mal, soweit es geht. Dafür sind normalerweise in der Regel mehrere Menschen für verantwortlich. Wir simulieren das heute als Einzelperson, und ich würde sagen, als erstes nehmen wir uns mal die 193 Vectron, und zwar nehmen wir die in das ist grün, stellen uns die hier mal hin. Eigentlich sollte das funktionieren. Ja, das Gleis ist besetzt, deswegen geht das nicht. Aber das ist ja kein Problem, dann machen wir es eben hier hin. Das ist doch gar kein Problem. Ach so. Da steht sie, wollte ich doch sagen, ich habe sie doch erzeugt. So, dann stecken wir hier mal ein. Das ist jetzt natürlich der falsche Stromabnehmer. Wobei, ist es eigentlich der richtige. Weil das, was ich vorhabe, dann wäre das der richtige. Okay. Dann passt das, dann lassen wir die mal. So, machen hier mal das Licht an. So. Das hier auf dunkel. Wir machen das. Zack, zack, zack. Wir machen die AFB. BAFB ein. AFB. AFB. Dann machen wir das auf O. Gehen wieder aufs Häuschen. Haben wir das jetzt richtig gemacht? Oder war das jetzt... Ne, ist doch nicht richtig, wollte ich sagen. Jetzt ist es richtig. So, dann können wir eigentlich loslegen. Ach, wir müssen noch eine Route legen. Warum die so herumsteht, ist mir ein Rätsel. Lassen wir das. Ich habe da jetzt keine Lust drauf. So, dann fahren wir mal ins B. Das ist hier. Oder wo war das jetzt? Ich bin schon zu weit. Ja, ich bin zu weit. Hier will ich hin. Hier will ich hin. Da stehen nämlich die ganzen. Genau. Hier will ich hin. Das muss ich mal eben überlegen. Ich kann so rumfahren, dann kann ich so. Ich muss hier hinten dran, dann, wenn ich dann hier ankomme, da, und dann hier dran. Okay, also bis hierhin auf jeden Fall. Ja. So, das sieht gut aus. Du mal fahren, Herr Stellwerkskontrolleur? Natürlich nicht. Ach, das war mir klar, dass das wieder nichts wird. Das ist doch... dann müssen wir es anders machen. Deswegen wahrscheinlich nicht. Das hier. Ich einfach kein Rot, kein Grün. Könnte vielleicht auch an der Hamsterbacke liegen. An der Hamsterbacke liegen, die da vorne fährt. Das könnte natürlich sein. Danke.
Könnte sein, dass wir jetzt grün bekommen, hoffe ich zumindest. Jawohl! Da lag's doch an der Hamsterbacke. Gut. Dann pfeffer mal los. War natürlich jetzt erstmal ohne Zugsicherungssysteme. Mal bis da vorne, dann versuchen wir es gleich nochmal bis ins BW bzw. bis zur Drehscheibe. Ich will hier hin. Wir haben rot, das ist doch scheiße. Irgendwo haben wir rot, das ist doch noch blöd. Jetzt haben wir grün. Sehr schön. Sehr, sehr schön, dann passt es. Fahren wir mal hier zur BMW, zur Drehscheibe. Wobei, es reicht auch, wenn wir da vorne... Folgendes. Steig mal kurz aus. Wir steigen mal kurz aus. Die muss da verschwinden. Denn ich will den IC haben. Der muss da verschwinden. Wunderschön. Dann steigen wir ein. Fahren wir los. Sehr schön, dann machen wir jetzt mal das mal ein bisschen schneller heute. Einfach mal easy. Sehr schön. So, dann lassen wir das jetzt erstmal. Und das erstmal auf neutral. Genau. Dann steigen wir aus. Wobei, stopp. Wir müssen die Bremse lösen. Wir stellen ja gar nicht mehr hier in den Führerstand ein. Mit angezogener Bremse können wir nicht fahren. Jetzt müssen wir die lösen. So. Der ist auf aus. Genau, so passt es.
Ja. So. Schließen wir die Tür. Denn wir sind noch nicht fertig. Wir fahren nämlich heute ein Sandwich. So, dann, was nehmen wir denn jetzt? Was nehmen wir denn jetzt hinten dran? Was nehmen wir denn jetzt mal hinten dran? Na gut, viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Nehmen wir. Schleppen wir eine 101 mit, die in Aachen repariert werden soll. Schleppen wir einfach eine 101 mit. Sehr schön. Wenn ich jetzt die Seite aufrüste, der hoch. Wunderbar. Müsste ja eigentlich so passen. Wenn ich nämlich die andere Seite aufrüste, dann geht die falsche Seite am Panto hoch. Glaube ich. So, das heißt, den machen wir jetzt erstmal nach vorne. Den müssen wir aufsperren. So, Bremse lösen. Dann brauchen wir gar nicht viel Leistung. Wir wollen hier nur an die Wagen ranfahren. Hier noch. Wunderbar. Da machen wir auch mal. Seht ihr? Ich habe es recht gehabt. Der richtige Panto ist oben. Sehr, sehr nice. So, dann machen wir das hier auch mal. Stücke die Rutz. Ach geil. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Genau so will ich es haben. Genau so sind auch noch die richtigen, sind auch noch die Schlussleuchten an. Genau so. So, da machen wir ein schickes Foto im Ganzen hier. Zack. Zack. Das sieht doch wunderschön aus. Wunderschön. So, dann können wir wieder, das machen wir dann, den machen wir auf aus, den machen wir auf neutral, die Bremsen lösen wir logischerweise, sonst macht es keinen Sinn. So, dann steigen wir hier aus. Genau. So, dann laufen wir wieder nach vorne. Zugspitze. So, der hat auch den richtigen Panto gehoben. Sehr, sehr nice. Dann steigen wir hier vorne in den Führerstand. So. So, das machen wir auf dunkel. Dann machen wir zack und zack. AFB. 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 Genau. AFB. 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 So, genau, AFB ist gelegt. Bremse lösen.
bis ein. Dann könnten wir eigentlich abfahrbereit sein. Wir müssen jetzt noch eine Route legen bis zum Bahnhof. Bis zum Bahnhof. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir durchgehend grün. Sehr nice. Gut. Können wir die Bremse lösen. Auf geht's. Sehr schön. Auf geht's zum Hauptbahnhof. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte die Vectron hinten dran setzen müssen und die 101 hier vorne. Aber das können wir ja gleich am Bahnhof tauschen. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Tauschen wir das einmal aus. Fahren wir hier schön in den Hauptbahnhof ein. Die Fahrgäste hier gleich zusteigen können. Bis zum Ende ziehen. So, das reicht, würde ich sagen. Gut, damit wir jetzt hier raus. Ne, wir müssen erstmal abkoppeln, sonst bringt es gar nichts. Wir müssen erstmal abkoppeln. Genau. Erstmal abkoppeln. Aber erstmal öffnen wir die Türen. So. Die Fahrgäste einen aussteigen können. Ach, falsch! Wieso öffnet ihr denn die Seite? Das zu. Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Gut, dann können wir hier abkoppeln. Dann können wir den entfernen, weil wir müssen nämlich tauschen, sonst passt das nicht. Sonst passt das nicht. Ach scheiße. Müssen aussteigen. Ja, ist ja gut. Müssen aussteigen, sonst wird's nichts. So, wir müssen nämlich hier die 101 hinsetzen. Wir müssen nämlich hier die 101 hinsetzen. Und zwar wollten wir ja Europa. So.
Genau. So, ich muss den Führerstand aufrüsten, damit er hinten hochgeht. Genau, dann passt das. Genau so war's. Das heißt, seht ihr? Müsste jetzt eigentlich gleich die richtige Pante gehoben werden. Der falsche. Warum? Das ist doch jetzt. Ach, dann mach was anders. Dann machen wir was ganz anders. Da müssen wir es anders machen. Da müssen wir doch den anderen aufrüsten. Okay. Da müssen wir doch den anderen aufrüsten. Okay, dann lassen wir das. Da müssen wir doch den anderen aufrüsten. Das ist ja kein Thema. Dann müssen wir doch den anderen aufrüsten. Oh, blockiere ich dich? Das ist jetzt aber gar nicht meine Absicht. Doch. Warum hebt er immer den Falschen? Ist doch scheiße. Mann. Störung. Warum hebt er immer den Falschen? Ne, ich kann machen, was ich will. Der hebt den Falschen. Es ist zum Kotzen. Echt. Zugbeeinflussung. Ich versuche es nochmal auf der anderen Seite. Wenn es hier nicht geht, dann lassen wir das so, dann ist das halt so. Dann hat er halt einen Pantoschaden, ich kann es auch nicht ändern. Ach, scheiße, ich brauche den. Mann, ich brauche den Richtungsschwender. Richtungsschalter. Ach, was eine Rennerei. So, stecken wir ein. Gehen so rum. Störung. Störung. Das hat er gar keinen gehoben. Ich kriege einen Hammer.
ob ein neues. Wir versuchen es einfach nochmal. Na egal, komm, lass mal das. Ich hab doch keine Lust jetzt drauf hier. Ständig jetzt. Hier machen wir auf neutral. Wir lösen hier die Bremse, sonst wird es nichts. Ach komm, ey, ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Wir steigen erstmal aus. Wir steigen erstmal aus, gucken, was passiert. Kein Bock mehr. So, jetzt hat er wenigstens den Stromabnehmer gehoben. Zwar den falschen, aber wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Wollen wir mal irgendwann weiterkommen hier. So. Dann müssen wir da hinten jetzt noch die 193 hinsetzen. Oh, das ist die BCE. FO46. Ja, wie gesagt, wir haben hier ein paar technische Probleme. So. Dann setzen wir da die 193 hin. Sorry, dass das so ein bisschen gedauert hat, aber ihr habt ja gesehen, dass das alles nicht so hundertprozentig ist. So. Na komm schon, wo bleibst du denn? Perfekt, da können wir auch hier vorne einsteigen. Da hat nämlich den richtigen Führer, den Pantographen, gehoben. Wenigstens der. So. So. Dann eben hier anschmeißen. So, dann machen wir auch eben schnell, weil wir haben schon genug Zeit verloren hier. So, dann können wir hier noch schnell weiter aufrüsten. So, und zwar... AFB. Das Ganze auf 40. AFB. Zack.
Das Ganze müssen wir noch auf O machen. So. Spitzenlicht rein. Türen können wir, glaube ich, mittlerweile schließen. Ja. Sehr schön. Da brauchen wir nur noch eins. Eine Route nach Aachen legen. Einfach nur noch eine Route nach Aachen legen. So. Wunderschön. Da sind wir. Das Gleis ist noch frei. Zack. Ampel grün, wunderbar, los geht's. Nächstes Ziel, Aachen. Ach, wir haben noch die Scheiße. Zugsicherungssysteme müssen wir noch einstellen. Die habe ich jetzt ganz vergessen. So, da kann der ICE auch jetzt endlich einfahren. Tut er das denn? Oder steht er da immer noch? Steht er noch? Ah, der wird sich wohl gleich bewegen. Wir haben aber noch unser Zugsicherungssystem vergessen. Zugbeeinflussung. 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 So. Zugbeeinflussung. Was ist jetzt los? Zugbeeinflussung. Ach, die AfB. Okay. So. So, dann fahren wir jetzt nach Aachen. Sehr schön. Also so ungefähr hatte ich das jetzt vor. Ich gebe zu, das hat jetzt etwas gedauert da mit der 101, mit dem Panto. Ich wollte unbedingt, dass er den anderen hebt, aber das hat nicht funktioniert. Komischerweise. Naja, ist egal, lassen wir das. Aber so ungefähr geht das, dass man sich wirklich zum Zug aus dem BW holt. Ein IC, den an den Bahnsteig fährt, die Fahrgäste zusteigen lässt, die Lok wechselt und dann wirklich... bis nach Aachen fährt, also das ist wirklich durchaus möglich. So, 60. Das Ganze noch bestätigen. Wunderschön. Dann funktioniert das. Genauso hatte ich das vor. So läuft es ja meistens ab. Oder in der Regel auch. So, AfB, ach, LZB, sehr schön. Hier schon mal komplett. Zack. Sehr schön, sehr, sehr schön. SIFA.
dann haben wir eine wunderschöne Reise im Sandwich, im IC-Sandwich nach Aachen. Mit KI-Verkehr wohlgemerkt. Wunderschön. So, machen wir noch ein schönes Thumbnail und dann haben wir es dann auch gleich. Ach geil, wunderschön. Sehr schön. Genau so wollte ich es haben. So, es sind noch gute 60 Kilometer. Bis Aachen. 59, um genau zu sein. Aber es dürfen sogar 200 fahren. Sehr schön. Es ist ja wirklich so, dass Züge wirklich aus der Abstellung geholt werden, an den Bahnsteig gefahren werden und dort dann auch wirklich die Loks getauscht werden. Also die, weil halt kein Steuerwagen zur Verfügung steht oder. Es gibt da verschiedene Gründe und das habe ich jetzt versucht so ein bisschen nachzustellen, zu simulieren. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. So, kleines Telefonat dazwischen. So. Ach, sehr geil. Sehr, sehr geil.
Wie gesagt, normalerweise gehört der Panther an der 101 Götte vordere gehoben. Also an dem anderen Führerstand die, der. Aber das ließ sich jetzt irgendwie nicht machen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es versucht, aber ja, kann man nichts ändern. Ist dann halt so. Aber das ist eine Kleinigkeit. Die ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so tragisch, dass das nicht funktioniert hat. Hoffe ich mal. Fahren wir jetzt nonstop nach Aachen. Perfekt. Könnt ihr jetzt noch, natürlich noch einen Wegpunkt einlegen, dass wir irgendwo halten. Ich kenne mich jetzt nicht so genau auf der Strecke aus, wo jetzt der nächstgrößte Bahnhof ist hier. Deswegen lasse ich das einfach mal. Bams voll vor die Äste, habt ihr das gesehen? Die hingen doch ein bisschen tief. Hier sollte mal wieder der Grünpflegedienst antanzen, weil ja ein bisschen Baumfellarbeit machen, beziehungsweise Grünpflegearbeit, weil das ragt schon dermaßen hier auf die Gleise. Da schon wieder, das ist alles nicht so schön, wenn das voll die Windschutzscheibe haut. Das ist grün, clever fahren, Energie sparen. Die Lokführer. Wunderschön, wunderschön. Da ist schon ein bisschen älter, 2017, 18. Aber immerhin trotzdem. Noch gute 36 Kilometer. Das geht schnell mit 200 bis nach Aachen. So, und in Aachen gibt es ja auch ein BB. Ihr ahnt es. Genau. Von der Abstellung in die Abstellung.
Also sofern das in Aachen wirklich möglich ist, werde ich das natürlich auch machen, dass wir den Zug dann wieder in die Abstellung bringen. Das ist der Kaffeebecher. Seht ihr ihn? Da ist der Kaffeebecher. Absolut genial. So, 160 vorangekündigt. Wir sind zu erwarten. Sind ja jetzt auch nur noch 29 Kilometer. Oh. Ende, dann sollten wir das hier mal ganz schnell auf 160 machen, beziehungsweise auf 0 einmal. Ah, ICE, sehr schön. So. Was will der jetzt von mir? LCB Ende. Drei Tasten bestimmt. Ah, okay. Gut, dass ihr mir das sagt. Ganz ruhig. Jetzt haben wir So, LCB Ende, sind wir wieder unter PCB-Beeinflussung, beziehungsweise unter PCB-Überwachung, sag ich mal. Oh, ist jetzt neblig. Jetzt gibt es gleich noch Regen, wa? Ich sehe natürlich jetzt noch das i-Tüpfelchen oben drauf. Dazu sehr nice. Ja, und so könnt ihr euch dann eure eigenen Szenarien bauen, beziehungsweise erstellen, so wie ihr Bock habt, im originalen Fahrplanmodus. Wichtig ist, dass ihr zu Fuß seid. Also ihr geht dann praktisch auf, auf die Strecken, nicht zur Zughalle, sondern zu Strecken, also da, wo ihr die Strecken aussuchen könnt. Klickt dann die Strecke eurer Wahl, geht dann auf zu Fuß.
dahin, wo ihr hin wollt. Das könnt ihr euch ja dann aussuchen. Ja, spawnt euch dann den Zug, den ihr haben wollt, beziehungsweise die Lok auch. Ja, dann könnt ihr das so machen, wie ich das auch gemacht habe. Wichtig ist nur, dass ihr dort mit dem Zug auch hinkommt, beziehungsweise mit der Lok. Es bringt nichts, wenn ihr eine Strecke habt, wo keine Oberleitungen sind, ihr nehmt eine E-Lok. Das hat keinen Wert, das ist klar. Aber ansonsten könnt ihr das so machen, wie ich das gemacht habe. Und ja, dann könnt ihr praktisch so wie ich halt aus der Abstellung kommen, an den Bahnsteig fahren, die Lok tauschen und dann eure Reise dahin fortsetzen, wo ihr dann hin wollt. Innerhalb der Karte natürlich. Also das ist eigentlich relativ easy, muss man ehrlich sagen. Es wird ja schon relativ neblig hier. Man sieht wirklich nichts mehr. Wie sieht das denn wohl im Fotomodus aus? Das möchte ich doch gerne mal eben testen. Geil. Absolut geil. Der leuchtet so schön grün. Das ist wirklich geil. Weil das auch ein bisschen mystischer, ein bisschen dunkler. Ach geil. Sehr schön. Das sieht doch mega aus, oder? Das sieht doch wunderschön aus. So, noch 17. Wisst ihr eigentlich, wozu das hier da ist? Ich weiß das leider nicht. Das hat auf jeden Fall hier was mit Feuer zu tun, so viel ist sicher. Das LCB nutzt halt Instrumentendimmer. Warnlichter. Übersehen. 120. So, kommen wir so langsam näher. 13 Kilometer noch.
So, dann lassen wir die Fahrgäste am Bahnhof aussteigen und dann versuchen wir mal wieder ins BW zu fahren, ins Aachener BW und dort den Zug abzustellen. So, 110. RE! Steuerwagen voraus und nach 146 hinten dran, aber natürlich. So, hier scheint das BW zu sein. Schätze ich jetzt mal. Aber 10 Kilometer ist ein bisschen weit, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist Rote Erde oder sowas. Aachen Rote Erde hätte das sein können, glaube ich. Noch 8, noch was Kilometer bis Aachen, also so weit wird das BW nicht weg sein. Boah, ist das neblig, alter Schwede. Gelbes Vorsignal zu erwarten. Ich dachte, für einen kurzen Moment der Nebel hätte sich aufgelöst, aber naja. Schade, Schokolade. Werden hier gleich ein rotes Signal vom Bahnsteig. Ihr seht's. So, da haben wir noch ein rotes Signal vor uns. Wahrscheinlich Gleisbesetzer oder sowas. Hier ist das BW. Hier sind, genau, hier ist das BW. Alles klar.
Alles klar. Zugbeeinflussung. So, ist neblig, da müssen wir mal ein bisschen bremsen hier. Nicht, dass wir über das rote Signal fahren. Ich sehe es nämlich nicht. Zugbeeinflussung. Da vorne ist es. Stehen und schauen mal, was da Sache ist. So, dann schauen wir mal. Ah ja, da ist das Problem schon. Der Kollege hier. Tja, ich hoffe, der hat gleich Ausfahrt bzw. Weiterfahrt. Weil sonst ist das ein bisschen blöd. Sonst ist das nämlich ein bisschen blöd. Güterzug ist das. Das steht da jetzt aber ziemlich doof. Der steht da jetzt aber ziemlich doof. So, wann möchtest du denn weiterfahren, Kollege? Ach Gott, da sitzt hier keiner drin. Ach, ich liebe es. Ach. Vielleicht kann ich ja die Route noch anders legen, dass ich hier dann praktisch dran vorbeifahre. Aber ich glaub's nicht, weil es steht ja auf beide Gleise, ey. Das ist jetzt doof. Kann ich überhaupt weichenmäßig darüber fahren? Das ist die nächste Frage. Ich glaube es beinahe nicht. Nee. Das ist doch jetzt blöde. Das ist doch jetzt blöde. Ich kann nichts machen. Ich kann da nicht rüber. Es steht hier schon im Weg. Ich kann nichts machen. Ach nee, bitte. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der jetzt hier aufhält. Das ist doch jetzt Kacke. Er fährt weiter. Das Leben hat doch noch. Er fährt weiter. Sehr schön.
Das ist doch schön. Dann können wir auch gleich weiterfahren. Dann dürften wir auch jeden Moment grün bekommen. Der hält sich jetzt noch ein bisschen auf unserem Fahrweg auf hier, ist klar. Wir haben auf jeden Fall gelb, beziehungsweise dann dürfen wir auch weiterfahren. Zugbeeinflussung. So, 45 soll man nicht überschreiten. Tun wir das auch nicht. Natürlich Sicht auf Sicht fahren, weil der Güterzug gerne vor uns ist. Dann trotzdem mal bleiben mal bei 40 vorläufig. Der Güterzug entfernt sich langsam von uns, ihr seht's. Ein rotes Signal nach dem anderen wird jetzt gelb, zumindest. Der nächste Güterzug mit Kesselwaggons. Zugbeeinflussung. Ob wir noch mal anhalten müssen. Zugbeeinflussung. Scheint so. Scheint tatsächlich so. Vorne ist noch mal ein rotes Hauptsignal, an dem wir stehen bleiben müssen. Auf der Brücke. So, dann schauen wir uns noch mal das an. Ja, das ist das Problem. Nicht der Güterzug, sondern das wird ein
eine Hamster sein oder sowas, die da auf unserem Gleis steht. Ja, es ist eine Hamsterbacke. Wann hat die denn Ausfahrt? 12.20 Uhr. Ach, das ist ja jetzt jeden Moment. Ich will dich ja nicht nerven, aber du hast Ausfahrt. Geht doch. So, er macht sich auf den Weg. Wunderbar, hier ist nämlich unser Ziel. So, und der fährt gleich wieder zurück nach Hamm-Westfalen. Schaut mal, ich bin fast schneller als die Hamster. So, wir dürfen. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und auf geht's. Zugbeeinflussung. So. Obwohl, ist eigentlich Blödsinn. Eigentlich Blödsinn, jetzt wieder so zu beschleunigen. Ich kriege jetzt gleich da. So. Ein bisschen können wir noch. Ein paar Meter haben wir noch. So. Ziel erfüllt. Dann öffnen wir rechts die Türen. Warten wir das ein Aussteigen ab. Können währenddessen hier schon mal abrüsten. genau. Das ist auf neutral. Dann machen wir AFB. AFB. Aus. AFB. AFB. So. Wir können ja auch die Zugsicherungssysteme abstellen, weil die brauchen wir beim Rangieren noch wirklich nicht mehr. Wir wollen ja noch zurück ins BB. So.
würde sagen, die Fahrgäste jetzt einen ausgestiegen, warten noch ein paar Minuten. So, schließen wir die Türen. Sehr schön. Dann steigen wir hier aus, würde ich sagen, lösen aber vorher die Bremse. So, dann verlassen wir diesen Führerstand. So, laufen wieder ans andere Ende. Denn wir wollen ihn ja noch zurück in die Abstellung fahren, ins BW. So, steigen hier ein. Auch hier lassen wir die Zugsicherungssysteme aus. Aber das machen wir auf Spitzenlicht. So. Haben wir jetzt hier. Nee. So, jetzt machen wir das auf. Genau. AFB, AFB, AFB. AFB, AFB, AFB. Die Zugsicherungssysteme sind aus, oder? Ja, okay. AFB. Jetzt hatte sie gepackt. AFB. So. AFB. Genau. Was war das noch? Das müssen wir uns noch eine Route anzeigen lassen. Und zwar wollen wir ja ins BW. Das war jetzt ja, glaube ich, gar nicht so weit weg von hier. Das ist ja wie irgendwo gewesen. Da. Da wollen wir hin. Ja, hier ist doch. Hier ist nicht frei, aber hier ist frei. Das dürfte genügen. Na komm. Ach komm schon. Warum? Was ist denn jetzt? Endlich, geht doch. So, dann wollen wir mal. Ab ins BW. Bremsen lösen. Auf geht's. Wie gesagt, Zugsicherungssysteme lasse ich jetzt aus beim Rangieren. Nebel hat sich mittlerweile auch aufgelöst. Perfekt. Dann fahren wir jetzt die 2 Kilometer bis ins BW. Stellen den Zug dort endgültig ab. Warum werde ich denn zu schnell?
doch auf 40 gestellt, die AfD, oder nicht? Ach, 45, sorry. Dann ist klar, dass wir zu schnell werden. Ewig spinnt das Spiel gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Seit einiger Zeit schon. Oh, das ist aber ein bisschen. Ist doch ein bisschen sehr dunkel geworden. Das machen wir mal ganz anders. Das machen wir mal ganz anders. So, sieht doch schon viel besser aus. So, ich glaube, 100 brauchen wir jetzt gar nicht zu fahren. Da vorne ist wieder 40 angekündigt. Deswegen bleiben wir einfach mal geschmeidig bei 40. Wunderschön. Ich liebe dieses Spiel, weil diese Möglichkeiten hier, die sind einfach unbegrenzt fast. Also ich sage bewusst fast, weil man ja halt natürlich nicht zu irgendwelchen Bahnhöfen fahren kann, die es eigentlich nicht gibt. Das ist das, was ich noch sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, DTG lässt das einfach nicht zu. Ich habe heute nochmal versucht, über die Sonderbrücke zu kommen, zu fahren. Keine Chance. Sobald man am Anfang der Hohenzollernbrücke ist, wird man aus dem Szenario geschmissen und kommt auch nicht wieder dorthin. Also man findet sich dann wieder am Bahnhof wieder und ja, hat dann keine Chance dort irgendwie wieder in die Lok zu kommen. Ist schade, aber ja, das ist halt so. Da hat DTG wirklich einen Riegel vorgeschoben, dass man da irgendwie faken kann. Aber ja, damit muss man halt klarkommen und halt warten, bis andere Strecken halt, Streckenerweiterungsstrecken, andere Strecken freigeschaltet werden bzw. veröffentlicht werden. Und ja, man kann sich auch so ein bisschen behelfen, indem man das hier so ein bisschen interessant macht, wie ich das gemacht habe. So, jetzt sind wir hier Aachen Rote Erde Betriebswerke neben Gleis 14. Dort werden wir unseren Zug abstellen. Unser IC 2412. 2412 hatte ich gestern. Perfekt. So, dann rüsten wir hier mal fein die Züge ab. AFB. So, das heißt, wir machen das, dann machen wir das auch abgesperrt. So, wir, was müssen wir denn hier noch machen? Genau, den Schalter zurück. Den auf jeden Fall auf neutral, damit wir hier die
Ist auf neutral. So, der jetzt den Strom hat immer gesenkt. So, senken müssen. Ja. Warum läuft die noch? Soll's aus. Geht doch. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht warum. So, den haben wir soweit abgerüstet. Da müssen wir die 193 noch abrüsten. Unseren Kaffeebecher nicht vergessen. So, den nehmen wir mit. Und hier kein Müll hinterlassen. Jetzt steigen wir raus. Müssen noch den Vectron abrüsten. Der ist fertig soweit. Ja. Pathos sind schon unten. Müssen hier aber noch einiges abrüsten. So, der ist auf aus. Die ziehen wir an. Der ist auf aus. Ja, B machen wir noch aus. Löst jetzt aus. Wie ist aus, genau. Ja, dann sind wir hier eigentlich auch durch. Können die Lichter noch ausmachen? Ach. Jetzt sind die Lichter aus. So. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Dann sind wir durch. Auch soweit abgerüstet. Perfekt. Perfekt. Ja, damit ist unser Job erledigt. Also wir haben heute unseren Zug in Köln aus der Abstellung geholt, ihn an den Kölner Bahnsteig rangefahren, an den Hauptbahnhof. Haben die Fahrgäste zusteigen lassen, haben unsere Loks getauscht bzw. gewechselt, sind dann nach Aachen gefahren, haben dort die Fahrgäste aussteigen lassen und sind dann wieder in die Abstellung gefahren, haben unseren Zug hier ordentlich abgestellt, abgerüstet und so weiter. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Restwoche. Morgen ist Donnerstag. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieltags. Jo. Bis in einem der nächsten Videos. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedenny Spieltags. Macht's gut. Wir machen hier noch ein kleines Foto. Aus dem Fotomodus. Und dann würde ich sagen, hat sich das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieltags. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.